wetten, jetzt werden wir von jemandem verfolgt. Ah, wir sind schon wieder hier. Ah. Schon wieder in der Schule? Das nervt nur ein bisschen. Das nervt einfach nur ein bisschen, weil es ist so spannend. Du willst wissen, wie es weitergeht? Ist gut gesagt. Die Jessica interessiert mich einen Scheiß. Ja, das hat sicher irgendwie einen Zusammenhang. Wahrscheinlich. Ja. Ah, ich hasse Türen, die sich öffnen lassen. Okay. Warum kann man hier rein? Warum zur Hölle kann man hier rein? Dass das länger dauert. Kann man dann auch ein, okay. Ja, da kann man da einschalten vielleicht, mit der Fernbedienung. Nein. Ich würde mal geschwind eine Biene Meier Folger sehen wollen. Oder? Die würde uns schön runterbringen. Gleich sehen wir wieder einen Haufen Blut. Mhm. Kennen wir ja alle schon mittlerweile. Na, Mama. Mhm. Okay. Ich hätte mich schon sicher etliches Mal auf einen Sessel gesetzt. Hi Jessica, bist du da? Hi, es funktioniert. So seltsam. Ich kann dich da drüben tippen sehen. Dreh dich um. Alles klar, sie kann mich tippen sehen, wenn sie tot ist. Ja, kann ich da nur lesen? Kann ich da nicht mehr schreiben, dreh dich um. Ist sonst nicht. Leinwand können wir nicht runterklappen. Decke gibt's auch nicht. God, joy, perish. Nachladen. Als ob hier gar nichts jetzt ist. Also hier ist ja wirklich jetzt gar nichts, glaube ich. Da kann ich nicht rein. Da drüben war auch nichts, oder? Kann ich den Projektor wegtun und dann durch die Tür? Genau, das ist gar keine Tür. Das heißt, irgendwo gibt es hier noch eine Tür. Ah ja, da ist die Jessica hier rein. Verschwunden, oder? Mhm. Okay, doch nicht. Musik ist aus, das macht mir ja Sorgen irgendwie. Na, no, genau. Ist nicht, aber. Warte mal, ich mach so kurz zu, dass ich da vorbei kann. Ist auch nichts. Ich bin gerade echt ratlos, Mama. Da, die Tür geht wirklich nicht auf. Das ist keine Tür. Achso. Das ist nur ein Bildschirm. Das ist irgendein Kasten. Na, geht da. Ja, das ist nur ein Kasten. Okay. Du brauchst das Gefühl,
Ich werde aber trotzdem probieren, in den Kasten zu kommen. Manchmal sagst du. Das Bücherregal lässt sich das verschieben. Das ist auch so hell hinten. Ja, das weiß ich. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich glaube, das ist aber eher ein Bug. Okay. Doch, es war für mich Liebe pur. Manchmal frage ich mich, warum du. Jessica, du hast mich tausendmal verlassen und mir gesagt, dass du da bist. Du hast mich tausendmal verletzt. Ich bin mit dir so geflogen. Doch der Himmel war besetzt. Okay, nein, wir hören mal wieder auf, Mama. Vielleicht hat es noch mal was geschrieben. Habe ich mir auch gedacht, aber die hat irgendwie nichts geschrieben. Und wir können auch mal schauen jetzt. Vielleicht hat sie jetzt schon wieder was geschrieben. Ja. Hallo? Bist du da? Es funktioniert. Hi! So seltsam! Ich kann dich da drüben tippen sehen. Dreh dich um. Jessica, und wir haben auch mit Lin geschrieben. Das heißt, okay. Wir haben auch auf dem Bild gesehen, ganz am Anfang, im Spind, wo wir die Musikbox gespielt haben, dass eben auch Lin schon damals in unsere Schule gegangen ist. Was war das jetzt? Oh. Okay. So, auch Lin ist da in die Schule gegangen. Ja, und ich habe so das Gefühl, dass wir eben dass beide auf uns gestanden sind. Die Uhr geht 10 sogar. 10. Dass beide auf mich oder so gestanden sind. Aber dass ich einfach nur eine bekommen habe oder so. Dass ich mich dann halt für Lin entschieden habe. Und der Jessica hat das nicht gefallen und deswegen hat sie sich aufgehangen oder so. Ah, ich verstehe es gerade echt nicht. Wahrscheinlich mag ich wieder so schnelle Musik. Ich glaube, irgendwie wäre es gerade Zeit so, dass wir jetzt so einen Zettel wieder finden, wo wieder irgendwas ein Hangman um ist. Oder? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Kann ich da sonst nichts machen? Warum schreibt er nicht nochmal was? Dreh dich um. Schau mal in den Spind hinein. Kann ich nicht. Achso. Das sieht so aus, als würde ich da rüberkommen, aber er springt nicht. Aha. Das sieht so aus, als wäre da kein Fenster drin, oder? Ja. Stimmt. Puh. Na, gehst halt mal schlafen. Vielleicht schaut's dir besser aus. Ja. Ach Gott. Oder vielleicht ist im Boden wieder etwas, wo ich fliehen kann oder so. Oder auf der Decke wieder irgendwo. Ah! Ich kann dich sehen. Was war das auf deinem Bildschirm? Das Fenster, das du zugemacht hast? Nicht, ich blöde nur herum, ganz verschwunden.
Warte mal, wer hat Kontrolle? Okay, ihr könnt euch das mit Pause durchlesen, aber ich mache das jetzt nicht. Das lese ich mit Schnitt, glaube ich, durch. Ja, es war klar, dass die Tür jetzt offen ist. Ach so, war das so klar? Eigentlich schon, ja. Dass du jetzt wirklich nichts anderes machen hast können. Ich höre sie, Jessie. Wo bist du? Da waren wir auch schon mal. Ja. Die berühmte Hangman-Zeichnung. Es passiert noch mal irgendwas mit dieser Gestalt. Mhm. Dann kannst du wieder raus. Und dann bin ich wieder bei Len in der echten Welt. Ja. Da bist du. Jessie. Jessie. Aber was meinst du mit, wir sind nicht allein hier? Sie kann bleib doch mal stehen. Das ist doch nur eine Erinnerung. Ich rede mit mir. Ei! Tschüss, 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 tschüss. Rennen wir danach? Ja, scheinbar schon. Aber wie schnell war der jetzt? Sehr schnell. Verstehe ich nicht. Wir rennen gerade im Kreis, kann das sein? Das erste Mal, dass ich mich von dieser Zunge so richtig hart geschreckt habe. Sonst hat mich die Zunge noch nie so gestört. Die ist grauslich, die Zunge. So, jetzt bist du wieder da bei der Mine. Mama, ich glaube, das war noch lange nicht das Finale. Obwohl, vielleicht lange ist, ja, aber eine Weile, glaube ich. Weil sie haben Lynch schon wieder woanders hingebracht. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn wir sie wenigstens gesehen hätten mal. Ich auch. Meine kleine süße Lin. Naja, so süß hat sie gar nicht ausgesehen, wie wir sie da kurz gesehen haben. Ja. Ah! Sicher ein Gegner, ich renne jetzt einfach mal hin. Oh. Nein, weg, 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 weg. Ich bin einfach nur beim Geräusch so fucking geschreckt. Ah. Wo ist der jetzt? Und wer ist das jetzt? Es kommt jemand. Ja, ich weiß eh, Mama. Da waren wir gerade, gell? Ja. Keine Batterie, kein gar nichts. Nur der Zettel. Wir können uns verstecken, das heißt. Das beruhigt mich einfach nicht, denn ich verstecke mich sowieso nicht, wenn jemand kommt. Weil es dann sowieso zu spät ist, oder? Meistens. Bei Outlast 1 hat man sich wirklich schön verstecken können. In den Spinz. Dann hat man wieder gewartet, bis das er weg war. HC zum Kriechen, okay. Oh je. Da wartet jemand auf dich. Ja, ich weiß, aber ich muss da hin. Sie kriegt ja gar nicht früher. Hä? Ich frage mich nur, was ich da machen soll. Soll ich dann wieder abhauen von dem, oder?
ne? Vielleicht hat er Angst vom Licht? Nein, scheinbar nicht. Ich gehe wieder zurück. Ja. Wer folgt dir da? Ja! Er folgt dir! Kann er da durchkriegen oder was? Oh! Ich häng irgendwo fest! Ah! Scheiße! Das sind zwei! Okay. Und einer. Okay, ich kann da gleich wieder raus. Dann gibt's irgendwas gleich hier in Spindlein da. Verstecken schnell! Ich die Tür auf. Geht er vorbei? Okay, er verfolgt mich dann wahrscheinlich gar nicht. Okay. Kann ich vorbei? Ja, ich kann vorbei. Schön. Ah, okay, ich bin tot. Tot. Okay, ich würde mal sagen, den Spaß gönnen wir uns jetzt dann bei der nächsten Folge. Und ja, bis dahin müsst ihr halt aushalten, aber das dauert wahrscheinlich dann eh nur einen Tag, wenn ihr das seht. Und dann ja, dann war es das mal mit der Aufnahmesession mit meiner Mutter. Das heißt, die war jetzt eh mal um die, weiß ich nicht, 6 Folgen oder was dabei. So lange war das? Ja, mindestens. Okay. Kommt drauf an, wie ich das schneide. Aber es waren ja gestern schon mal 2 Folgen. Stimmt, ja. Und dann haben wir jetzt fast 2 Stunden aufgenommen. Und ich werde das eh in halbe Stunden Parts schneiden, glaube ich. Okay. Trotzdem werden schon 6 Stunden oder was sein, ja. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Hat mich gefreut.